Früher war sie ein Ass am Reck, Barren und Schwebebalken. Fürs Geräteturnen fehlt Anita Breitenbücher inzwischen die Kraft. Aber Gymnastik macht ja auch mit 88 Spaß. Ihr Tipp für alle, die so alt werden wollen wie sie? Ganz wichtig ist das Gehen, das Laufen, tägliche Laufen. Das ist so wichtig, wenn man das aufgibt und bloß rumsitzt, dann wird es immer weniger. Und ja. Und ich nehme auch wegen, dann bin ich auch noch so fit, weil ich viel auf der Füße bin. Mit Seil, Ball und Keulen tritt sie immer noch bei Wettbewerben an. Beim Landesturnfest in Lahr letztes Jahr wurde sie Erste in ihrer Altersgruppe. Auch die Gene spielen eine Rolle, meint sie. Meine Mutter war 96, ich habe eine Cousine, die ist erst mit 113 gestorben. Also das ist bei uns in der Familie, ich hoffe, dass er nur ein paar Jahre da sein darf. Schon als Kind hat Anita Breitenbücher gerne geturnt. 1948 fing sie mit dem Geräteturnen an. Da war sie 13. Ich habe es schwer gehabt beim MTV Ludwigsburg. Warum? Weil ich aus einer Arbeiterfamilie stamme. Und es ist halt ein Verein damals, wie soll ich mich da ausdrücken? Das war halt die obere. Ja, und ja, ich habe es schwer gehabt, aber mich haben sie halt dann akzeptiert aufgrund meiner Leistung. Viele Medaillen zeugen von vielen Erfolgen. Lange war Anita Breitenbücher mit ihrer Mannschaft die Nummer 1 in Württemberg. Das sind schon große Erinnerungen. Wenn ich eine Medaille angucke, denke ich immer, da war das und das war da und das war da. Es war eine schöne Zeit. Ich habe viel erleben dürfen in meiner Sportlerkarriere sozusagen. Auch ihr Mann war sportlich, hat in seiner Freizeit Handball gespielt. 2010 ist er an Leukämie gestorben, nach 49 Ehejahren. Schade, dass jetzt ein Leu sein muss, aber es ist halt so. Vermissen Sie ihn arg? Ja, ganz arg. Ganz arg. Heute noch. Es sind 13 Jahre und ich werde jeden Tag noch. Warum hast du mir Leu gelassen? Ja, ist so. Umso wichtiger sind soziale Kontakte für sie. Zum Beispiel mit den Landfrauen Marbach. Anita, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, okay. Unsere alte Trainerin. Ja. Bei den Landfrauen hat die 88-Jährige jahrelang Gymnastikgruppen geleitet. Heute genießt sie es einfach nur mitzumachen. Hauptsache viel Bewegung. Ich brauche das. Ich fühle mich einfach wohler, wenn ich mal einen Sport gemacht habe. Das rechte Bein strecken wir Richtung Decke. Pläne hat Anita Breitenbücher noch viele. 2025 will sie beim Turnfest in Leipzig dabei sein. Da wäre sie dann 90.